Servus und willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch. Jo, wir sehen, es ist ein ganzes Stück vom Feld abgeerntet. Es funktioniert mittlerweile. Der Häcksler hat jetzt schon ja, einige Stunden gearbeitet, 3,5 Stunden fast. Und ihr seht auch, Siliermittel ist alle und der Tank ist alle. Geld sieht auch nicht prickelnd aus, aber das macht nichts. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir jetzt nachtanken. Und zwar werden wir dafür einmal in dieses kleine TÜV-TÜV hier einsteigen und Siliermittel, Diesel und wenn möglich auch noch AdBlue mitnehmen, obwohl das wirklich letztrangig ist. Würde ich sagen, dass wir erstmal in den Gabelstapler reingehen. So. Das hier einmal aus. Die Linien braucht man nicht. Und dann holen wir einmal hier aus dem Raum, das ist unser Gefahrgutraum. Holen wir einmal den Diesel. Müssen wir ordentlich dran fahren. So, jetzt sieht es gut aus. Jetzt noch die Höhe anpassen. So. Dann haben wir den hier. Das ist der einzig volle Kanister oder die einzig volle Palette. Also 2000 Liter Diesel drin, heißt, das reicht für nicht mal zwei Füllungen von Häcksler. Ungefähr, ja, ein und ein Drittel Füllung vielleicht ungefähr. Ich weiß nicht, wie viel genau reingeht in Häcksler, aber ich meine um die 1,5 Kubikmeter. Um es mal nicht in Litern zu formulieren. So. Stellen wir den da mal ab, so. Schaut ganz gut aus. Ja, da steht ja perfekt. First try, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage: Wie kriegen wir hier das Fass noch mit? Ja, wir stellen es jetzt einfach mal. Wir sind jetzt mal so frei. Wir stellen es jetzt oben drauf. So. Das funktioniert dann schon. Motor einmal an. Jetzt haben wir 2000 Liter Diesel und 200 Liter Siliermittel. Das wird auf jeden Fall reichen für das Feld. So. Dann fahren wir jetzt einmal, oder nee, wir lassen fahren wieder. Und zwar einmal, jetzt müssen wir schauen, Feld 23. Und stellen wir hier mal hin. Und los. Sollte funktionieren. Gut, dann gehen wir mal hier die Fahrzeuge entlang, müssen die Auto-Drive-Helfer wieder einstellen, sonst würden sie natürlich nicht abfahren. Es geht ganz einfach, wir machen bloß noch an. Das ist ja alles vom letzten Mal noch übernommen. Zwischendrin habe ich auch aus dem Fermenter ins Ding umgeladen, ins Fahrsilo. Händisch aber. Und ja. Jetzt ist das einigermaßen leer wieder, jetzt muss der Rest auch wieder reinpassen. So, wir spurten uns einmal nach da drüben, schalten den Motor ein, weil dann finden erst die Helfer den Häcksler. So, Motor an. Ihr seht schon, jetzt fährt er los, der erste. Kann der nämlich schon mal herfahren. Und dann befüllen wir den Häcksler noch kurz. Aber dann steht der Fan schon mal in richtiger Position, weil meistens dauert das ein bisschen, bis der eine ordentliche Position findet. Was wir aber machen können ist, dass wir sagen, die sollen bei 70% schon wieder den nächsten Abfahrer rufen, weil 80% ist bei den kleinen Kippern immer schneller erreicht, als die dann irgendwie herfahren können. Jo, ich denke, das passt dann so. Jo, funktioniert einwandfrei. Jetzt wartet er, sehr gut. Wir gehen einmal kurz rüber. Jetzt gleich dann der Helfer kommen sollte. Da fährt ein Siliermittelfass, interessant. Wir teleportieren uns kurz dahin. Was macht der denn da? Okay.
Es wird immer wilder, was die alle machen. Versucht da rückwärts zu fahren. Geht auch, aber dauert mir zu lang, ehrlich gesagt. Aber kurz händisch, haben wir was zu tun. Uns geht schneller. Ich habe auch auf Instagram mittlerweile wieder ein paar neue Bilder hochgeladen. Schaut sie euch gerne mal an. Sind meiner Meinung nach sehr gut geworden. Hab da in Photoshop ein bisschen was probiert. Werdet ihr schon sehen, das ist mal ein anderes Format, sagen wir mal so. So, hier vorne dann rechts. Nach der Produktion. Da vorne sehen wir ja schon das Schneidwerk oder den Schneidwerksschutz. Und dann gehen wir schnell zum Häcksler und beladen den mal. Ich sehe gerade, das ist ja richtig cool gemacht, dass die Flüssigkeit im also in dem Kanister, nicht Kanister, sondern in der Palette, der Diesel, dass der so leicht hin und her schwebt. Also der den schaukelt es auch so ein bisschen hin und her. Sieht gut aus. Jo, dann einmal befüllen, weil ich glaube, wir hatten jetzt 150 Liter Diesel noch drin von 1500 Liter. Ich glaube, da kommen wir nicht mal mehr zwei Bahnen weit. Weil der hat einen Verbrauch, wenn man fährt oder häckselt, von 600 Liter die Stunde. So. Stellen wir uns mal hier so hin. Und laden einmal auf. Warum fährt jetzt der Fendt noch eine Runde? Interessant. Egal. Wir haben genug Zeit. Wir sehen, der Diesel entleert sich langsam. So. Ich denke, dass wir den auch stehen lassen können hier. Der stört dann nicht beim Abfahren. Der kleine John Deere. Ich weiß bloß nicht, was der Fendt jetzt da gerade macht. Fahren wir ein bisschen los, vielleicht kapiert das dann. Ah, der John Deere ist für ihn eine Kollision irgendwie. Ist ja auch komisch. Moment, müssen wir das gleich mal wieder umstellen, das kann nicht sein. Das ist unpraktisch jetzt. So, wir haben den Diesel jetzt voll. Jetzt fahren wir den hier schnell ein bisschen beiseite. So. 643 Liter sind noch über. Machen einmal kurz hier das hier weg. Nehmen das Siliermittelfass. Das ist halt auch ungefähr nur, ja, 10 Bahnen oder sowas und dann ist das leer. Die 20 Liter gehen schnell raus. Jetzt glaube ich, jetzt wird's was. Bloß normalerweise fahre ich halt dann direkt los und dann fährt er halt mit mir. Kennt's nicht, dass er warten muss. Stellen wir das hier mal so hin. Bisschen sind wir drin weiter. Jetzt gleich haben wir die 100% und dann fahren wir direkt los. So, lassen wir da stehen. Das machen wir dann, wenn die Abfahrer wieder auf dem Weg sind alle. Weil mit drei Abfahrern, das reicht nicht ganz. Ich habe dann nämlich noch den John Deere dazu genommen. Den Fendt und, also die beiden Fendt und den John Deere, habe ich noch einen kleinen Kipper gekauft. Aber reicht die Kette ganz knapp nicht. Also eher zu schnell voll sind und zu lang brauchen, bis sie wieder da sind. Aber vier Abfahrer können wir uns jetzt einfach nicht leisten, also keinen Kipper mehr. Und ist meiner Meinung nach auch jetzt ein bisschen übertrieben für den Rest, den wir hier jetzt bloß noch häckseln. Ich würde jetzt sagen, dass wir einfach eine Kreisfahrt machen, weil sich nämlich Autodrive da wesentlich leichter tut.
Ja, das Wenden für die ist irgendwie immer ein Kunststück. Die Bahnen sind ja trotzdem noch so lang, dass es rentiert. Das ist jetzt so der Plan hier. Seht, wir haben jetzt vielleicht einen halben Kipper voll gehäckselt und es fehlen schon wieder ein halber Liter Siliermittel. Das geht ratzfatz leer. So, jetzt müsste dann gleich 70% auch erreichen. Dann müsste John Deere kommen und uns abfahren. Beziehungsweise dann in die Warteschleife gehen. So, komm mit. So. Jetzt haben wir die 70% bestimmt gleich erreicht. Ah, ich glaube, ich habe das beim Falschen eingestellt. Oder? Nee. Ach nee, ich muss das ja. Ja doch, er kommt schon. Okay. Dann passt das. Ich glaube, das. Ja doch, das kann passen. Er muss ja auch ein bisschen berechnen immer noch. Dann wird das wahrscheinlich funktioniert haben. So, jetzt ist der voll. Macht sich aus dem Staub. Der lädt irgendwie immer so noch ein bisschen nach, solange der Kipper nicht mehr da ist. Aber das mit der Fruchtumfahrung, das wollen sie irgendwie alle nicht. Ich meinte, dass die Fruchtumfahrung überall aktiviert war. Naja, egal. Da vorne kommt schon der nächste. Stehen wir vielleicht hier auf 60. Oder 50, das müsste man dann deutlich merken. Aber das dauert ja schon ein bisschen. Der Kipper ist klein, also wir werden weiterhin auf der Seite hier sein. Ja, komm. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sehen auch, dass wir schon wieder 50 Liter Diesel verbraucht haben, also es geht wirklich schnell leer. So. Aber ja. Habt ihr mal ein interessantes Video von Landwirt in MV gesehen? Und zwar hat er aufgerechnet, weil viele ja sagen, den ganzen Diesel, den ihr verfahrt, bis ihr da den Mais in der Biogasanlage habt, das bisschen mehr Energie, was ihr dadurch produzieren könnt, das rentiert sich so gar nicht. Könnt ihr so gar nicht aufwiegen. Da könnt ihr Diesel, direkt den Diesel in den Generatoren verbrennen und kriegt mehr raus, als wenn ihr die Silage in die Biogasanlage kippt oder sowas. Und das Methan dann verbrennt. Ja. Ich glaube, ums 100- oder 200-fache Unterschied. Also, das ist durchaus tatsächlich ein Vorteil. Obwohl man sagen muss, es wäre natürlich noch besser, wenn wir kein Diesel, also aus fossilen Rohstoffen produzieren, sondern eben ein Biodiesel nehmen, obwohl das eigentlich noch ein größeres Streitthema ist. Sondern vielleicht Wasserstoff oder irgendwie sowas in Zukunft, weil dann wäre es wirklich komplett klimaneutral. Wir sehen, der Fendt kommt schon, der John Deere ist voll, sehr gut. Dann mach dich mal aus dem Staub hier. Ich weiß nicht, was die immer machen, dass die nochmal so ein Stückchen zurückfahren, immer. Vor allem jetzt stehen sie sich dann gleich wieder selber im Weg. Ja, jetzt haben sie es geschafft. Eieiei. Er kommt vor. Ja. Stellen wir jetzt hier mal so hin. Obwohl wir könnten direkt auf die Straße stellen, dann wird er wahrscheinlich direkt zum Fermenter fahren. Ja, sehr gut. Steigen in den Häcksler ein, dann wird der Fendt direkt Kurs zu uns nehmen. Ja. Funktioniert auch 1A.
So, dann machen wir den Hexter wieder an und geben Stoff. So macht das Spaß mit Autodrive, kann man echt nichts sagen. Jetzt schauen wir schon in der Zeit mal ins Menü rein. Da sehen wir, der 924er, das ist ja der große, den wir als erstes vollgehäckselt haben, ist jetzt schon fast auf dem, also fast am Hof. Also ja, es braucht einfach ein bisschen ja, Zeit wieder, bis die da sind. Deswegen werden wir jetzt heute auch bloß eine Runde drehen. Laden wir das Siliermittelfass auf, denke ich mal. Und dann fahren wir. Ja, dann lassen wir die Folge wieder zu Ende gehen. Ich werde wahrscheinlich dann ein bisschen offscreen noch ein bisschen häckseln. Aber bei Timelapse, ja, ich glaube nicht, dass es so interessant ist. Die Helfer ja doch relativ komisch fahren. Sieht dann auch nicht schön aus. So, jetzt sehen wir schon, Kipper ist gleich voll. Diesel haben wir jetzt bei der einen Runde fast 100 Liter verbraucht. Haben jetzt einen Verbrauch von 700 Liter teilweise pro Stunde. Das ist echt heftig. Und Siliermittel sind wir jetzt auch schon wieder fast 20% runter. Also es wird echt schnell verbraucht. So, machen wir den Motor aus, Sprit sparen, dass wir nicht jede zwei Runden nachtanken müssen. Siliermittel wieder draufstellen. Auf den kleinen hier. So, machen wir das Ganze wieder fest. Der ist auf dem Weg. Jo. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt wieder in der nächsten Folge. Ich habe jetzt auch ein neues Projekt angefangen, die Erderbach. Also, aber reines Timelapse, das wird dann wirklich nie eine normale Folge kommen, sondern in der Erderbach-Serie werden nur Timelapses kommen. Da habe ich ja bei 0 quasi angefangen, nur der Pickup und die 1000 Euro. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Bleibt gesund. Servus. We'll be right back.